Mein Name ist Hartmut Heck. Ich bin der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Ja, Sie haben es schon richtig erwähnt. Es gibt ein Konzept, quasi ein Einsatzkonzept, mit dem wir diese Dinge, die sich am Wochenende und in den letzten Tagen ereignet haben, mit diesem Konzept wollen wir diesen Dingen begegnen. Das Konzept ist im Groben so ausgelegt, dass wir die Dinge, die sich ereignet haben, die Ansammlung von Menschen an bestimmten Örtlichkeiten, aber auch die Verkehrssituation in den Griff bekommen wollen, um die Ansammlung von den Menschen an den Rodel- und Plätzen, wo man Schlitten fahren kann, zu reduzieren, weil wir leider feststellen mussten, dass die Corona-Hygienevorschriften so gut wie nicht mehr beachtet wurden. Ebenso an vielen Örtlichkeiten die Verkehrssituation durch abgeparkte Fahrzeuge nicht nur akzeptabel war, sondern nicht mehr hingenommen werden kann aus Sicherheitsgründen, weil vielerorts in den Straßen weder Rettungsfahrzeuge noch Polizei noch sonstige Fahrzeuge durchfahren konnten. Deswegen sind wir quasi gezwungen, mit einem durchaus Konzept, das einschneidend ist, darüber sind wir uns im Klaren. Wir haben aber keine andere Möglichkeit, den Schutz der Gesundheit aller, derer, die ihrem Freizeitvergnügen nachgehen, aber auch der Anwohner in der Verbandsgemeinde Hermeskeil gerecht zu werden. Im Konkreten bedeutet das, dass wir in der Ortslage Neuhütten die Wintersportanlage Dollberg weiterhin gesperrt lassen, dass wir aber auch für die Ortsgemeinde Neuhütten ein quasi Durchfahrtsverbot bewirken. Wir werden die Zufahrtsstraßen sperren am Samstag und am Sonntag. Nur die Anwohner oder Anlieger mit einem berechtigten Interesse werden die Möglichkeit haben, nach Neuhütten zu fahren. Natürlich bleibt die Durchfahrtmöglichkeit erhalten, das ist ganz klar. Wir wollen aber verhindern, dass ein großer Menschenanlauf zusammen, eine große Menschenzusammenkunft, wie das auch in der Vergangenheit immer wieder dort der Fall war, sich nochmal ereignet, dass also wild geparkt wird, verkehrswidrig geparkt wird, verkehrsbehindert geparkt wird, um halt dann eben an die entsprechenden Stellen zu kommen, um dann dort Schlitten zu fahren und zu rodeln, wofür wir natürlich ein Stück weit Verständnis haben. Aber leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass unser Appell an die Freiwilligkeit und Einhaltung der eben genannten Regeln nicht der Fall ist und deswegen müssen wir diese Maßnahmen so durchsetzen. Für Hermeskeil, wenn ich dann da noch weiterführen darf, für Hermeskeil haben wir auch ähnliche Maßnahmen vorgesehen. Es wird auch in Hermeskeil zu einer Sperrung kommen eines bestimmten Gebietes, das in den vergangenen Tagen auch sehr stark auch von Auswärtigen genutzt wurde. Auch darüber sind wir uns im Klaren, dass wir auch damit den Hermeskeilern einiges zumuten, wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt, wenn alles eingehalten wird an Regeln und an Parkmöglichkeiten, durchaus auch für Hermeskeiler, insbesondere für die Hermeskeiler Kinder, natürlich auch die Möglichkeit, in Hermeskeil noch Schlitten zu fahren. Aber diese große Ansammlung und das große Zusammenkommen von Menschen von überall, sowohl in den Straßen, was parkende Fahrzeuge anbetrifft, als auch auf den Rodelhängen, das wollen wir mit diesen Maßnahmen verhindern und kontrollieren. Sperren auch Straßen, es sind alle Behörden, die sachlich und örtlich zuständig sind, im Einsatz, sowohl in Neuhütten als auch in Hermeskeil. Die Kreisordnungsbehörde, das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde, die Polizei, unterstützt werden wir von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde und vom THW. Und mein Appell an alle, die in den vergangenen Tagen und Wochen nach Neuhütten, nach Hermeskeil, nach Rheinsfeld und auch nach Beueren und in Abtei überall gekommen sind, weil auch die Schneesituation so war, dass man auch hier gerade in unserer Region Schlitten fahren und rodeln konnte, appelliere ich wirklich an die Menschen, an die Vernunft dieser Menschen, aus diesen gesundheitlichen Erwägungen heraus Abstand davon zu nehmen, da wo schon Ansammlungen sind, wo schon Leute sind, nicht noch dazu zu kommen, wenn es irgendwie möglich ist, sich andere Möglichkeiten zu suchen, wo man vielleicht doch etwas gefahrlos dann spazieren gehen kann und Schlitten fahren kann. Das wäre mein Appell und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir das feststellen könnten, dass die Menschen sich auch an diesen Appell halten.